Ja, hallo und herzlich willkommen zu Platz 7 meiner Top 100 Lieblingsfilme. Und heute mit dem Review eines Films, auf das ich mich selbst sehr gefreut habe, seit ich die Liste zusammengestellt habe, nachdem mir bewusst wurde, wie viel mir dieser Film bedeutet. Ich bin auch schon ganz aufgeregt, was ich jetzt sagen werde. ja, und zwar, also ich möchte mal sagen, dass so von den Top 10 zumindest wahrscheinlich jeder Film irgendwo bekannt ist, im kollektiven Filmbewusstsein sozusagen. Das ist wirklich, ja, ob die jetzt jeder mag, so wie ich, ist eine andere Frage. Aber zumindest hat die wahrscheinlich jeder mal gesehen, mal bis auf einen, glaube ich, den vielleicht nicht. Aber von den anderen hat die wahrscheinlich jeder mal gesehen und ja, und mag die wahrscheinlich auch. Aber dieser Film, denke ich mal, zählt er wirklich aus der Reihe. Die Rede ist vom großartigen Napoleon Dynamite. Ein Film, der mich ja so langsam dann aber im Sturm erobert hat. Also es ist ganz merkwürdig. Ich kenne den Film seit 2005. Da habe ich den in den Staaten zufällig mal gesehen. Ich war da auf Urlaub und habe einen Freund besucht. Und wir haben abends so zusammengesessen und der Fernseher lief, wie das in den Staaten immer so ist. Und da lief dieser Film. Und ich habe so hin und wieder hingeguckt und habe den jetzt gar nicht so richtig mitgeschnitten. Aber irgendwie blieb der halt so ein bisschen hängen. Und dann kam kurze Zeit später die DVD raus. Interessanterweise. Oder nee, das war glaube ich 2004. Sorry. Das muss 2004 gewesen sein. Oder? Ist egal. Interessanterweise kam kurze Zeit später die englische oder die britische DVD raus, hatte schon einen deutschen Ton, obwohl der Film in Deutschland noch nicht mal im Kino war. Und ich habe ihn mir geholt, aber ich muss dazu sagen, ich habe den noch nie auf Deutsch gesehen, ich kenne den nur auf Englisch. Ich habe mal für 5 Minuten versucht, die deutsche Synchro mir anzutun, aber das klang so furchtbar, das klang so falsch, dass ich gesagt habe, nein, den kann ich mir nur auf Englisch angucken. Der ist einfach. Ja, worum geht's? Also Napoleon Dynamite ist er hier, wie heißt er? John Heder. Ja, genau. John Heder oder Heder oder wie auch immer. Ein Nerd, wie er im Buche steht. Und das Witzige ist, dass sein Name so überhaupt nichts mit ihm zu tun hat. Also weder hat er irgendwie was von Napoleon, also sprich irgendwie was weltmännisches, herrschendes, keine Ahnung wie. Und Dynamite passt gar nicht. Also, Valium würde auf ihn eher zutreffen. Ja, also er lebt in seiner komplett eigenen Welt, in der Highschool. Er erzählt irgendwie nur Scheißgeschichten, von denen er wahrscheinlich trotzdem überzeugt ist, dass sie stimmen. Und er erzählt irgendwelchen Blödsinn, was er im Sommer gemacht hat, dass er irgendwelche Freundinnen hat, die es gar nicht gibt, und all so eine Sache. Also es ist wirklich total schräg, der Typ drauf. Und das Schöne ist dabei dieses absolut emotionslose Gesicht. Ne? Er ist also die ganze Zeit immer so. Ich kann das gar nicht jetzt so in Worte fassen. Und er lernt dann auch auf der Schule seinen besten Freund kennen, Pedro, einen offensichtlichen Mexikaner, der jetzt in den Staaten lebt, der genauso wie er ebenfalls mit so einem emotionslosen Gesicht rumläuft. Und die beiden sind einfach absolut durch. Also, ich weiß nicht, also die machen jetzt nicht irgendwie Blödsinn oder so, die leben einfach ihr Leben, aber so, die leben in so einer ganz abgedrehten Welt, irgendwie ist das Wahnsinn. Und naja, es ist halt ein Highschool-Teenie-Film, komplett ohne irgendwelche sexuellen Anspielungen, gar nichts, also das ist echt ein absolutes Novum, wahrscheinlich im Teenie-Film der letzten 30 Jahre. Ja, oder wahrscheinlich sogar 40 Jahre, ich weiß nicht. Also, natürlich geht es auch darum, ein Mädchen zu finden, aber es wird in keiner Weise irgendwie irgendwas angedeutet. Nicht mal angedeutet, gar nichts. Ne? Also, es ist der Hammer. Und, nun ja, der Film hat irgendwie so eine
ich weiß nicht, man kann nicht wirklich sagen, so eine große Handlung. Man hat so einen leichten roten Faden, der sich so durchzieht. Also, nicht, also dieses Highschool-Leben, aber er läuft irgendwie auf nichts hinaus. Es ist, du siehst halt irgendwie mal so ein bisschen was aus ihrem Leben und ja, am Ende endet er. Und es ist alles. Und es geht weiter sozusagen. Er hat noch einen älteren Bruder, die beiden, Kip heißt er, die beiden, der ist auch nicht anders in seiner Art. Die beiden leben bei ihrer Großmutter. Und als diese auf einen Ausflug geht und einen Unfall hat und im Krankenhaus landet, muss sich ihr Onkel Rico um die beiden kümmern. Und der ist genauso durch, der dreht. Das ist so geil. Ich glaube, insgeheim ist das, wenn ich so drüber nachdenke, ist das wahrscheinlich meine Nummer 1. Und ich habe mir bloß noch nicht eingestanden. Und ihr Onkel Rico. Dreht Filme, in denen er die ganze Zeit über einen Football an der Kamera vorbeischmeißt. Okay, So, okay, ich glaube, ich habe mich jetzt wieder gefangen. So, und jetzt der zieht bei den einen und ja, Kip, also sein Bruder, Napoleons Bruder, verbringt den ganzen Tag eigentlich nur damit, mit Mädels zu chatten. Und er lernt auch eine kennen, die er sich dann auch kommen lässt und ja, von der er dann meint, oder in die er sich regelrecht verliebt hat. Und nebenbei macht er und sein Onkel Rico ziehen so ein Geschäft auf, dass sie so, also nicht so Tupperware, sondern also so ein Konkurrenzprodukt dann von Haus zu Haus verkaufen. Ja, und keine Ahnung, also es passiert extrem viel in dem Film, aber eigentlich auch gar nichts. Es ist ja einfach das normale Leben irgendwie ein bisschen sehr geballt. Das Schöne an dem Film sind einfach die Charaktere. Was der Regisseur Jared Hess geschafft hat und was ich absolut faszinierend finde, dass er wirklich absolute Nerds hinstellt. Wirklich Leute, die auch, man muss es wirklich sagen, scheiße aussehen, sich scheiße kleiden, sich scheiße bewegen, scheiße quatschen. Ja, all das, also wirklich die absoluten Anti-Helden, mehr Anti geht gar nicht. Und er die aber nicht der Lächerlichkeit preisgibt. Das ist wirklich das ganz große Ding in diesem Film. Das finde ich so genial. Also natürlich lacht man anfällig schon ein bisschen über sie, oder eigentlich wundert man sich wahrscheinlich eher über sie und findet das nur irgendwie strange, was die da machen, aber es ist zu keinem Zeitpunkt so, dass man, ja, ich weiß nicht, so, dass man über sie lacht, jetzt so um die Haha, weißt du, guck dir mal den an, was das für ein Trottel ist. So ist es gar nicht. Also man identifiziert sich auch irgendwann mit ihnen und empfindet Sympathie für das, was sie tun, und man freut sich mit ihnen für die kleinen Dinge, die sie irgendwie schaffen und so. Und es ist also irgendwo. Das ist absolut genial. Ich finde das super. Das ist wirklich das ganz große Ding in diesem Film. Und das macht ihn für mich so faszinierend. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe ihn vor 5 Tagen, habe ich mir ihn erst wieder angeguckt. Und ich möchte wirklich fast behaupten wollen, dass ich mir das Ding allerspätestens alle 2 Monate mal wieder reinwerfe, weil ich den einfach klasse finde. Und ich entdecke mal wieder Neues daran. Deswegen sage ich ja, wahrscheinlich ist das inzwischen schon meine insgeheime Nummer 1 oder so. Ja, aber erstmal ist er auf 7. Ja, es ist einfach Wahnsinn. Ich kann das nicht beschreiben. Da sind, ja, wie gesagt, die Handlung, man muss den Film wirklich selbst sehen. Man darf sich aber jetzt nicht denken, nur weil ich jetzt hier gerade einen Lachanfall hatte, dass da.
dass da große Schenkelklopfer kommen. Das ist gar nicht so. Man hat ein paar wirklich sehr vordergründige Lacher, wie sie in jeder anderen Komödie sind, aber nein, das Ganze passiert eigentlich sehr leise, so sozusagen von hinten kommt das erst und das knallt auch erst beim zweiten, dritten Mal. Also ich glaube, man muss zumindest, wenn man den Film das erste Mal sieht, muss man sich ganz leicht dafür interessieren, sonst ist es vorbei. Also wenn man gar keinen Zugang zu diesem Film findet, dann ist es das gewesen, dann braucht man dem auch keine zweite Chance geben, dann war es das. Aber wenn man den das erste Mal sieht und irgendwie faszinierend findet, auf irgendeine Art, und meint, doch, irgendwas war da, ich muss das nochmal sehen, und sich den nochmal anguckt und immer weiter in diese Welt abgleitet, ja, dann ist man wahrscheinlich irgendwann davon gefangen, so wie ich. Also es ist unglaublich. Ja. Das Schöne ist wirklich, was ich sehr lustig finde, dass der auch so eine kleine Untergrund-Kultbewegung sozusagen ausgelöst hat, nicht? Also in diesem Film geht es darum, dass, also auch eine dieser kleinen Geschichtchen, dass sein Freund Pedro sich plötzlich überlegt, er möchte gerne Schülersprecher werden und dafür kandidiert, und dann laufen beide in so einem Shirt Vote for Pedro rum, und ich habe damals in den Staaten immer Leute gesehen, die mit so einem Shirt rumliefen, und ich konnte das natürlich, bevor ich den Film kannte, gar nicht zuordnen. Ich habe mich mal gewundert, was das soll. Ist das wirklich für irgendeine Wahlwerbung gewesen oder so? Nein, das war einfach in Bezug auf diesen Film. Nicht? Und auch meine Lieblingsszene in diesem Film, ja, auch die hat unterbewusst Eingang gefunden in die Popkultur, was ich absolut grandios finde. Nicht? Also für alle, die World of Warcraft spielen oder auch dieses Konkurrenzprodukt Guild Wars, da hat irgendwie jede, also ich selbst spiele es nicht, ich habe es bloß beim Freund mal gesehen, aber jede Rasse hat irgendwie einen speziellen Tanz. Ne? Man gibt denen irgendwie einen Befehl ein und dann tanzen die. Und irgendeine Rasse in jeder dieser Spiele hat den Napoleon Dynamite-Tanz. Weil, wie ich schon sagte, Pedro, das ist meine Lieblingsszene jetzt, ich mache das mal nahtlos, Pedro bewirbt sich als Schülersprecher oder als Schulsprecher. Und dazu muss er eine Rede halten, und am Ende der Rede soll er noch irgendwie was aufführen oder soll was für ihn in seinem Namen aufgeführt werden. Und das kommt für die beiden total überraschend, aber Napoleon Dynamite ist vorbereitet durch Zufall. Er hat sich kurz vorher so ein Dance-Video gekauft, das er einfach mal ausprobiert hat. Und dann improvisiert er einen Tanz auf der Bühne und räumt damit und rockt das Haus. Das ist absolut geil, die Szene. Ja, das ist so. Es hat am Anfang sowas von einem Auto und so dieses klassische, man will nicht hinsehen, aber man kann auch nicht wegsehen. Aber irgendwie gewinnt er dadurch. Also in meinem Herzen, ich habe jedes Mal Tränen in den Augen dabei, nicht vor Lachen, sondern eher vor Rührung, weil das einfach, ja, er stellt sich hin und macht es einfach, und das ist absolut klasse. Und die Schule liebt ihn dafür dann auch, ja. Und zu Jamiroquai's Can't Heat zu tanzen ist gar nicht einfach. Und diese Tanzmoves wirklich eins zu eins übernommen haben, irgendwelche Rassen da in diesen Computerspielen, das finde ich Wahnsinn. Ja, also wer das nicht wusste, der weiß es jetzt. Großartig. So. Napoleon, ich könnte noch stundenlang über den Film reden. Es ist, und ich hoffe, dass sich ein paar Leute vielleicht den mal holen und mal angucken und den sagen, ja doch, der ist irgendwie ganz, ganz witzig, der hat was, nicht? Also man muss den ja nicht so lieben wie ich, ne, aber diesem Film wirklich mal eine Chance geben. Aber wie gesagt, es ist halt keine Schenkelklopfkomödie, ne? Also erwartet nicht sowas wie die Nackte Kanone oder so, dann werdet ihr komplett enttäuscht werden. Und wie gesagt, also zumindest von meiner Warte aus kann ich auch sagen, guckt euch den Film in Englisch an, ne? Ich weiß nicht, also die Deutsche, ich konnte die Stimme nicht ertragen. Ne, der ist vielleicht so gut synchronisiert, aber ich konnte ihn mir wirklich nur auf Englisch antun. Nicht antun, angucken, auf Deutsch nicht. Das ging irgendwie nicht, das passte nicht. Puh. Ja. Okay, gut. Ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber ich denke, das Video ist lang genug. Schön. Ja, das wäre es schon wieder gewesen für heute. In 3 Tagen geht's weiter. Und bis dann bleibt mir nur zu sagen, ich sage ja zur deutschen Passe.